Na, es wird wohl mal wieder Zeit, in die Welt der Trash-Influencer abzutauchen. Ihr habt vielleicht die letzten Tage das Drama um Melanie Müller mitbekommen. Wer sich jetzt fragt, Müller wer? Naja, der hat halt einfach eigentlich alles richtig gemacht im Leben. Kurz zusammengefasst ist die Frau eine Instagram-Influencerin mit 240.000 Followern. Sie hat in einigen Müllformaten partizipiert und sogar das Dschungelcamp gewonnen. Würde mich gar nicht interessieren, hätte sie nicht die sechsfache Reichweite von mir auf Instagram. Und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, sie hat zwei Statements abgegeben und ich liebe schlechte Statements. Da drückst du bei mir wirklich alle Knöpfe, da rennst du offene Türen ein. Ich muss einfach darauf antworten. Ich hätte vielleicht erst einmal erwähnen sollen, was überhaupt vorgefallen ist. Zunächst ist Melanie Müller nämlich wegen eines Auftrittes vor einem, ja, interessanten Publikum aufgefallen. In diesem Publikum sieht man, ja, ich habe es letztens schon mal gesagt, beim besten Willen, ich bin keine Knalltüte, die absichtlich überall Neonazis sieht, wo de facto keine sind, aber schaut euch die Szenerie hier einfach mal an. Dass da ein paar knallköpfige Glatzköpfe den die zwei Worte skandieren, die mit Gewinnen und das Gegenteil von kaputt zu tun haben, quasi die Voldewörter, die mir bei Aussprache wahrscheinlich die Monetarisierung zerschießen würden, das war ihr egal, ne? Sie hat weitergemacht. Augenscheinlich erstmal. In gewisser Weise hat sie das Publikum sogar angeheizt. Das führt natürlich zu Kritik. Und was passiert, wenn Influencer A von Zuschauern, Fans und ihren Nicht-Fans in die Mangel genommen wird? Richtig, Statement-Zeit. Mit Heuli-Heuli und ohne Heuli-Heuli. Wer wäre ich, wenn ich darauf nicht eingehen würde? Also wie gesagt, Kritik war, jo, warum stoppst du das Ganze eigentlich nicht direkt? Und warum sieht man nicht, wie du das überhaupt stoppst, obwohl du es behauptest? Es kann ja gut sein, dass es wirklich gestoppt wurde. Gesehen habe ich davon allerdings nichts. Abstreiten möchte ich es deswegen trotzdem nicht. Ne? Bessere Frage, warum heizt du das Publikum möglicherweise auch noch an? Schauen wir mal rein in den Partner. Freunde, Just Legends und ich haben etwas für euch. Wir präsentieren den Gaming Adventskalender. Ja, es ist schon wieder diese Zeit. Dieses gut aussehende Schmuckstück beinhaltet 25 Überraschungen inklusive Merch-Produkten. Selbstverständlich auch eine Full-Size-Dose und wie letztes Jahr ein Limited-Edition-Produkt, welches nur in diesem Kalender ist, sonst nirgendwo erhältlich. Leute, ihr dürft aber nicht so sein wie ich im letzten Jahr, der direkt seinen kompletten Kalender voller Vorfreude durchwühlt hat. Reißt euch zusammen, okay? Auch dieser Kalender ist streng limitiert. Falls ihr also einen haben wollt, solltet ihr jetzt zuschlagen, bevor dieser ebenfalls ausverkauft. Das geht schneller, als ihr denkt. Unter den 25 Überraschungen im Wert von über 100 Euro findet ihr unter anderem Milchshakes, Booster und Sleep and Recovery Produkte. Und noch wirklich unglaublich viel mehr. Energy Bites, Merch, Limited Edition Weihnachtssnacks, Rezepte und. Das Ding ist bis hinter beide Ohren voll mit wunderbaren Produkten. Und natürlich auch etwas Geheimen, das ich euch hier leider nicht verraten werde. Okay, zugegeben, ich darf es halt auch einfach nicht, ne? Spoilern ist uncool, kann ich nachvollziehen. Aber kleiner Sneak Peek, der enthaltene Geschmack ist einer, der sich von der Community gewünscht wurde. Dieses Mal gilt mein Code Nero allerdings nicht. Falls ihr mich trotzdem unterstützen wollt, könnt ihr noch das billigste Produkt, das ihr findet, dazulegen, welches im Shop halt erhältlich ist. Dann meinen Rabattcode Nero eingeben und ja, das sollten dann, was weiß ich, 1-2 Euro sein. Und dann wird das Ganze nämlich über meinen Namen getrackt. Und meine Freunde von Just Legends sehen, dass ich ein zuverlässiger Partner bin. Damit würde ich sagen, Schlag zu und weiter im Text. So, damit wäre das auch abgehakt. Jetzt schauen wir in das Statement von Melanie Müller zu den Vorwürfen. So, also hallo ihr Lieben. Provisorisches, melancholisches, ich bin doch das arme Opferschnauferchen abgehakt. Ich muss jetzt unbedingt mal was loswerden und auf jeden Fall klarstellen. Also im Rahmen eines üblichen Bookings über mein Management hatte ich am 17.09. einen Gesangsauftritt. Diese Veranstaltung liegt unter dem Motto eines Oktoberfestes. Ja, dieses Oktoberfest mit der interessanten Optik und den interessanten Personen vor Ort, das sieht definitiv wie ein normales Oktoberfest aus mit dieser roten, hier ist doch etwas im Busch Beleuchtung und dem Feuer im Hintergrund. Sag mal, wer ist das da hinten? Ist da? Donnerwetter, das ist er. Der Markus Söder mit dem Maß in der Hand. Jetzt mal Spaß beiseite. Nee, würde ich nicht stinknormales Oktoberfest nennen. Es tut mir leid. Für mich daher, ein ganz normaler Auftritt oder eine ganz normale Buchung. Auch tut es mir leid, wenn das für dich normal ist. Da möchte ich nämlich nicht wissen, was für dich an die Grenze geht. Naja, wir wissen ja mittlerweile auch, warum das Ganze normal für dich ist, aber dazu dann später mehr. Während meines Auftritts kam es allerdings zu lautstarken Äußerungen. Gejohle mit eindeutigen rechtsradikalen und nationalsozialistischen Gedankengut. Darauf natürlich sofort hingewiesen, dass solche Äußerungen zu unterlassen sind und ich auf dieses scharf kritisiere. Meines Kenntnisstandes nach ist das eine freche Lüge. Wie sahen die Hinweise, dass so etwas zu unterlassen ist, denn genau aus und wann waren die? Kurz vor Abschluss oder während das passiert ist? Wurde das Ganze angeheizt? Ist es länger passiert? Na, gucken wir doch mal. Ja,
hast du recht, damit hast du alle Anwesenden auf jeden Fall tunlichst darauf hingewiesen, dies zu unterlassen. Auch ein weiteres Mal hat sie ganz klar gemacht, was sie von dieser Ideologie hält. Heroisch versucht sie, all dies zu unterbinden. Verstehe ich gar nicht. Du hast dir doch so viel Mühe gegeben, liebe Melanie. Die wollten einfach nicht aufhören. Auch der Veranstalter hat sofort reagiert und einzelne Personen des Festzeltes verwiesen. Ist mir neu, aber jetzt mal kurz was anderes zu dem nicht inhaltlichen Aspekt von diesem Statement. Diese Art, wie das vorgetragen ist. Meine Güte, dieser Enthusiasmus, diese Leidenschaft, mit der du dich gegen Recht stellst. Das wirkt ja fast, als würdest du dich gar nicht distanzieren wollen und das würde dir körperliche Schmerzen bereiten. Als wäre es dir scheißegal. Oder sie ist selbst... Na... Werden wir später noch sehen. Wie ich nun erfahren müsste, sind einzelne Szenen offenbar in einem Video festgehalten worden und den Medien gespielt worden. Wie du erfahren musstest, diese Rhetorik lässt darauf schließen, dass es dich stört, dass dein Skandal publik gegangen ist. Warum stört dich das? Du hast dich doch dagegen ausgesprochen, deiner Aussage nach. Aber nee, ja gut, du hast ja nichts falsch gemacht, du hast dich distanziert, um Ruhe gebeten und anschließend das Fest verlassen. Hat halt nur keiner wirklich mitbekommen. Alle haben gesehen, wie du die Masse angeheizt hast, also ja, ist natürlich blöd gelaufen, dass das Konzert irgendwann abgebrochen wurde. Das streite ich ja überhaupt nicht ab. Aber ob das aus Imagegründen oder ob das aus wahren Distanzierungswillen passiert ist, Daher auch mein Statement jetzt hier, denn ich möchte mich in derartigen Personen und diesen Gedankengut klar und deutlich distanzieren und verurteile dies auch aufs Schärfste. Ich bin zutiefst bestürzt und empört, dass es dazu während meines Aufenthalts gekommen ist. Ich bin zutiefst bestürzt und betroffen, dass sowas passiert ist. Merkt man nicht, wie sehr ich mir Mühe gebe, dies mit aller Kraft klarzustellen? Meine Güte, sag mal, will die überhaupt nicht, dass die Leute ihr glauben? Diese Körpersprache, die Rhetorik, diese Monotonie, die gibt sich ja sogar Mühe, das möglichst unglaubhaft rüberzubringen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe mit derartigen Gedankengut und Äußerungen natürlich nichts zu tun, aber auch gar nichts, also wirklich auch gar nichts zu tun. Distanziere mich hier deutlich davon. Kritisiere diese schändlichen und unentspannbaren Verhalten einzelner Konzertbesucher und habe es aufgrund diesen rechtsextremistischen Ausrufen natürlich auch sofort abgebrochen und beendet. Ich habe mit dir Gedankengut nichts zu tun, aber auch gar nichts zu tun mit diesen rechtsextremen und schatschen Verhalten, Junge. Diese Meisterleistung, das verdeutlicht und bekräftigt sie auch nochmal in folgender Aussage. Also mit Nazis und Rechtsradikalen habe ich nichts zu tun. Hätte ich vorher gewusst, was das für eine Veranstaltung gewesen ist oder was davon zu meinem Konzert vor Besuch gekommen, hätte ich das natürlich sofort abgebrochen. Halten wir fest, Melanie Müller distanziert sich. Weitergehend kritisiert und verurteilt sie die rechtsradikale bis rechtsextreme Szene aufs Schärfste. Und bricht deswegen alles ab, ne, weil geht halt nicht. Das ist ganz, ganz furchtbar. Melanie, ich habe andere interessante Aufnahmen vorliegen. Wenn das alles so distanzierwürdig ist, erklär mir das hier mal. War das achtmal? Mal kurz vorweg, ich bin immer noch keine Person, die auf Krampf versucht, irgendwo einen Gruß hinein zu interpretieren, wo keiner ist. Das nimmt langsam teilweise absurde Ausmaße an, bei jedem und überall Haargrüße zu sehen. Aber das, meine Freunde, ist wirklich unumdeutbar in meinen Augen. Ein interessantes Indiz, das schon fast ein K.O.-Indiz ist, habe ich hier auch für euch. Diese Frau ist laut Aussagen ihres Bald-Ex-Manns Rechtshänderin und hält das Mikro immer in der rechten Hand. Immer. Bevor sie diese Geste gemacht hat, um achtmal zum nicht ganz so freundlichen Grüßen bärtiger Politiker anzusetzen, meiner Ansicht nach, bitte nicht die gefährte Anzeige rausschmeißen, hat sie ihr Mikro von der rechten in die linke Hand boxiert. Warum macht man das ganz bewusst und gezielt mit der rechten Hand, sodass man diese extra frei macht? Achten wir auch mal auf die Haltung des Arms, dann ist das schon offensichtlich. In meinen Augen. Ich meine, nachdem das andere machen, ist es ganz wie sie erfahren musste, dass es veröffentlicht wurde, ja, das doof und ich distanziere mich und ganz fürchterlich. Nur blöd, wenn dann ein anderes Video auftaucht, in dem du das halt selber augenscheinlich machst, wovon du dich vorher distanziert hast. Ich finde das so unglaublich unehrlich. Warum folgt man potenziell einer Ideologie und spielt öffentlich den Distanzierminister? Wenn, dann hat doch wenigstens den Mumm dazu zu stehen und macht nicht diese Masken-Shitshow. Dieses Rumgeheuchel macht es wirklich nicht besser. Da sollte man halt abwägen. Ist man ehrlich und völlig offensichtlich ein
schmutzig ideologisch eingefärbter Mensch, mutmaßlich? Oder ist man ein unanständig ideologisch eingefärbter Mensch, der dazu auch noch rumheuchelt und das Ganze versucht zu verleugnen, sprich unehrlich ist, mutmaßlich? Plot Twist, beides ist so oder so indiskutabel und sollte nicht toleriert werden. Aber bei der einen Variante verscherzt man es sich halt auch noch bei der dezidiert eigenen Peer Group, mutmaßlich. Es gibt auch noch ein weiteres Statement, das wir uns anschauen werden. Ein paar Red Flags habe ich da auf jeden Fall noch vorzuweisen. Es sind nicht nur 2, 3 Red Flags, es ist eher so eine Red, White, Black Flag. No Assassin's Creed. Macht euch auf eine große Portion Hoily Hoily in Videoform gefasst. Wir sehen Melanie melancholisch, komisch mit ihrem Doggo und einer Tasse Tee auf der Couch oder im Bett liegend. Was auch immer. Dazu textete sie: Hi Leute. Nee, warte. Hi Leute. Die letzten Tage sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Das mediale Feuer. Meinst du nicht eher das Bengalo-Feuer der Hools, den du ein Konzert gegeben hast? Die unberechtigten Vorwürfe gegen mich. Die Behauptung, ich mache mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache und bewege mich im rechtsradikalen Umfeld, haben mich physisch. Physisch? Haben sich die Behauptung materialisiert und Und psychisch hart getroffen. Naja, psychische Problematiken können sich körperlich auswirken, aber ich will dir keine Laienpsychologie-Exkursion vom Zaun brechen. Ja, ich bin eine taffe Frau und habe schon so vieles gemeistert und ertragen. Oh, es ist der unbesiegte Monolog. Und Mana wird auf dem Bild auch noch getankt. Fehlt nur noch die Rübe, so richtig im Takt zur Digimon-Musik zu schütteln. Wahlweise auch zum Radetzky-Marsch. Aber die böswilligen Behauptungen gehen auch an meine Substanz. Ja, wieso? Kann man nicht einfach mal sagen, Entschuldigung, ich habe Scheiße gebaut, das soll es aber auch mal gewesen sein. Was soll dieses Rumgedruckse denn? Immer dieses, ach, das sind alles nur böse Leute mit bösen Zungen, die mir böse zuspielen wollen. Es gibt einen Grund dafür. Adressiere ihn, setze dich damit auseinander, komm zu einer Konklusion und präsentiere uns diese. Anstatt dieses durch Tränen verwischte Statement. Meine Güte, ey. Ich bin gerade körperlich ziemlich angeschlagen. So oder so, gute Besserung. Körperlich angeschlagen sein wünsche ich auch dir natürlich nicht. Das liegt mir fern und ich hoffe auf baldige Genesung. Und werde mich deshalb die nächsten Tage etwas zurückziehen. Hättest du vielleicht etwas früher machen sollen. Ich wiederhole noch einmal. Ich habe mit rechtsradikalen oder nationalistischen Gedankengut nichts am Hut. Melanie, etwas wieder und wieder zu wiederholen, macht es nicht wahrer. Zwar auch nicht unwahrer, aber allemal unglaubwürdiger. Und dass du mit Nationalisten nichts zu tun hast, das wage ich zu bezweifeln. Dein neuer Freund, Andreas Kunz, lässt sich in Thor Steiner Klamotten ablichten. Zufälligerweise weiß ich sogar, wann und wo er diese gekauft hat. Kann ich euch hier leider nicht zeigen, weil das wahrscheinlich mit einem vollkommenen Docs der Adresse verbunden wäre. Und sowas mache ich selbstverständlich nicht, ne? Ich habe de facto Beweise dafür, das möchte ich euch nur mitteilen. A, aus rechtlichen Gründen und B, zum Schutz der Privatsphäre dieser Person möchte ich das hier nicht veröffentlichen. Ich respektiere Privatsphäre auch bei diesen Personen. Dein Freund ist in einschlägigen Kreisen unterwegs, ist anscheinend mit Firmen wie Asgard Security verbandelt, taucht in verfassungsschutzauffälligen Vereinen auf, scheint ein Viktor Orban-Fan zu sein und ist, ja, an nationalistischer Politik interessiert. Hast du also mit deinem Freund nichts am Hut und verurteilst diesen aufs Schärfste? Das hat nicht so auf mich gewirkt. Und ich habe das gerade neutral vorgetragen, ohne irgendeine Art der Wertung. Umso schmerzlicher ist es, wenn dann, Interpunktion Endgame, wie zum Beispiel von R2L versucht wird, mir das anzudichten. Anzudichten? Ach komm schon. Und keine Gelegenheit ausgelassen wird, immer wieder neuen Dreck zu werfen. Ganz nach dem Motto, man muss nur Dreck werfen, irgendwann bleibt schon etwas hängen. Es ist nicht einmal falsch, dass einige Medien-Outlets mit diesem Schema vorgehen bei manchen Personen. Das mag sogar richtig sein, aber in diesem Fall war das aus meiner Sicht ein 3-Punkte-Treffer. Nur weil das anderen passiert ist, heißt es ja nicht, dass es auch bei dir der Fall ist. Die Sachen haben in deiner Causa ja Hand und Fuß. Mir geht es deshalb wirklich schlecht. Und ich denke auch an meine Kinder, die ich schützen muss. Denk doch mal an die Kinder, die solche Lügen über ihre Mutter nicht lesen wollen. Überleg nochmal, wer an dieser Situation die Hauptschuld tragen könnte, ohne dass das jetzt böse gemeint ist. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Natürlich folgt auf deine Aktion eine Reaktion. Was erwartest du? Ich danke auch meinen treuen Fans für die Unterstützung. I'll be back. 5700 Likes, 11 Kommentare. Davon alle positiv. Das scheint nicht viel übrig geblieben zu sein. Kommentare zu diesem Beitrag wurden limitiert. Na, das wundert es mich. Ich denke, ich habe meinen Senf zu dieser medialen Clown-Fiesta jetzt dazugegeben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Achso, übrigens, Melanie hat eine Ausrede vom Stapel gelassen, warum sie gar nicht rechtsradikal sein kann. Ihre Au-pair ist aus Kolumbien. Wie viel Klischee möchtest du abhaken? Wie viel?